They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's messing me out. They telling me. Ja, hi Leute, hier sind wir mal wieder zu einem etwas anderen Format. Ja, wie ich ja schon im letzten Video angekündigt habe, wollte ich eine World Tour starten im FSX und so dann bald auch. Oh, ich habe da noch was vergessen. Ich weiß nicht. Ach ja. Oder? Ja, genau. Ich habe, wie gesagt, eine World Tour möchte ich starten im FSX und dann später auch im Prepared, weil ich werde bald umsteigen auf Prepared 3D. Ja, das wird für ein besseres Image von meinen Videos und halt der Qualität sorgen. Und ja, ich habe mir jetzt erstmal hier schon mal was zusammengestellt für die World Tour, was so die voraussichtliche Route sein wird. Nicht nur ungefähr, sondern speziell. Wir haben jetzt, ich habe das in einzelne Steps umgeteilt, aufgeteilt. Wir sind jetzt hier einmal in Photoshop. Ich habe Photoshop CS5. So, hier haben wir Step 1. Da habe ich zwei Möglichkeiten. Einmal starten. Die erste Möglichkeit wäre, ich gehe mal kurz hier rüber, dass wir starten. In Tegel. Das wäre die Möglichkeit. Da habe ich die Namen nicht eingeblendet. Das wäre halt diese Möglichkeit, die mir nicht so gefallen hat. Da würden wir in Tegel Leipzig starten, dann nach Oslo, dann nach, ich glaube, Trondheim hier, Stavanger, Vagar und dann Reykjavik. Und die andere Route halt, die habe ich halt bevorzugt, weil ich es auch ein bisschen kürzer. Da fliegen wir nach, von Tegel aus nach Frankfurt. Und da die anderen Namen ist jetzt einfach mal hier nicht beachten. So, dann nach Frankfurt, dann nach London City und dann nach Reykjavik. Das wäre so, lasse ich die Route jetzt erstmal drin. So, die Namen brauchen wir jetzt nicht. Ich habe das hier alles schon so ein bisschen vorbereitet. Und dann im Step 2 habe ich nur, habe ich erstmal eine Grundstrecke, die auf jeden Fall geflogen wird. Da geht es dann weiter nach zum JFK Airport hier. Und dann nach Atlanta. Und dann nach Punta Cana und dann nach St. Martin. Und jetzt habe ich wieder eine Strecke, die ist, ich glaube, genau. Die hier hat mir nicht so gut gefallen wie die erste, die andere. Da wird es dann von St. Martin weitergehen nach, das wäre dann Rio de Janeiro und dann nach La Paz. Und das, ich habe auch die andere nicht beschriftet, die Route. Ich habe nur hier, den werden wir wahrscheinlich fliegen nach Buenos Aires. Und wenn ihr andere Meinung sind, also das andere lieber fliegen würde, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. So, dann fliegen wir nach Buenos Aires und dann nach La Paz. Das wäre dann Step 2. Der nächste geht dann von hier unten nach Alaska, der steht fest. Ich habe das hier mit Folien gemacht. So, dann geht's hier weiter. Ich habe hier nach Mexico City, Dallas, also Dallas Fort Worth. Dann San Francisco und dann nach Anchorage, wenn ich mal finde, da, Anchorage. Und dann nach Nome, das ist auch in beides in Alaska halt. Und dann, wenn ich jetzt hier den nächsten Step 4 einzeichne, sieht man halt nur ein bisschen, weil es geht jetzt, müsste ich wieder rauszoomen. Es geht jetzt halt drüben weiter. So, jetzt wenn ich Step 4 einblende, seht ihr, hier geht's runter nach Tokio. Dann nach Hongkong, Tansonat, Vientiane, das ist in Thailand, dann nach Bangladesch, Chittagong und dann nach Paro, ist ja einer der gefährlichsten Flughäfen. Sowas möchte ich halt gerne mitnehmen. Dann Male. Und dann geht's, seht ihr es halt schon, mit Step 5 runter auf die Seychellen, Mauritius, Dubai, Riyadh und Tel Aviv. Und ich glaube dann noch nach Gran Canaria, wenn ich mich irre, genau. Und dann nach Madeira, nach Funchal. Dann hier der nächste Step, Step 6. Da habe ich dann erstmal wieder eine Grundstrecke, die geht nach Gibraltar von Madeira. Und dann möchte ich entweder mit dem zweiten Step, den habe ich nicht so bevorzugt wieder, deswegen ist der auch nicht beschriftet. Ich blende es mal kurz aus. Nach Toulouse, nach Heraklion, nach Antalya und dann nach Korfu. Oder der andere Step wäre, also die andere Variante wäre dann halt diese helle. Das bedeutet dann direkt nach Heraklion, Antalya,
Und jetzt weiß ich es ja nicht, habe ich, ich weiß nicht, Ibiza oder Mallorca, muss ich mal gucken, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Also ich bevorzuge halt diese helle Strecke und dann würde es weitergehen nach, also dann Ibiza oder Mallorca und dann auch nach Corfu. Und dann blende ich den ersten, ne, die zweite aus hier. Und jetzt sind wir schon bei Step 7 angelangt, da habe ich drei verschiedene Möglichkeiten. Entweder ist unser Flughafen wieder Tegel, aber das ist halt nicht so gut, weil das ist auch gestartet. Oder halt Schönefeld. Das bedeutet, wir gehen hier, die erste Variante ist, wir fliegen direkt nach Köln und dann nach Schönefeld. Die zweite Variante ist so ähnlich. Da fliegen wir bloß über Innsbruck und dann nach Köln und dann nach Schönefeld. Oder die dritte Variante nach Zürich und dann nach Tegel. Mit der Swiss dann wahrscheinlich. Und da bevorzuge ich halt diese Route mit dem mit Innsbruck, ja. Und ich weiß nicht, jetzt, da sieht man jetzt nochmal die Route, geht es hier einmal um die Welt rum. Ja, also ist schon eine ganz schöne Strecke. Und noch so als andere Information, ich glaube, ich werde die Videos halt ein bisschen kürzen. Natürlich wird die ganze, das Ganze online stattfinden, also auf Vivao. Natürlich mit voraussichtlich gesehen erstmal drei verschiedenen Flugzeugen. Also abwechselnd mit der 320-Serie, mit der 737 von PMDG und mit der 777 von PMDG. Mit der 777 werde ich dann hier diese langen Strecken fliegen, so nach Buenos Aires, nach Gran Canaria. Ja, und dann halt noch, ich glaube, Mexico City werde ich mit der Triple fliegen. Und dann habe ich mir vorgenommen, halt die beiden mit dem Airbus A318 von British Airways. Dann wahrscheinlich hier ein American oder sowas. Kann man eine 737 fliegen? Hier könnte man, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das kann, also die meisten Strecken. Die hier könnte ich noch mit der 777 fliegen, also Dubai. Von Emirates vielleicht, aber die in echt wird es ja mit dem 380 geflogen. Vielleicht kommt noch ein Flugzeug dazu, mal gucken, ob ich mir noch da was anschaffe. Ja, ich werde wahrscheinlich sich die Videos dann etwas kürzer halten. Also wahrscheinlich nur ab dem Startup. Das wird, dann habe ich das Flugzeug schon fertig soweit und habe den Flugplan eingegeben. Dann machen wir bloß noch die Departure, noch das Briefing kurz. Und dann geht es auch schon los. Und dann sind wir noch ein bisschen länger da als nur bis zum 10.000 Fuß oder so rein. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger als der Top of Descent, Top of Climb sein. Ja, und wie ihr seht, haben wir auch ein paar spezielle Anflüge dabei. Was ich meine, wir haben ja dabei St. Martin als Visual, also Sichtanflug. Dann haben wir noch, was haben wir spezielles? Paro. Dann haben wir Mauritius, das ist einfach nur schön. Dann fängt es an hier Madeira, Gibraltar, zwei direkt hintereinander, Heraklion, auch Sichtanflug. Antalya ist ILS. Dann haben wir hier Skiathos und Skiathos ist auch Sichtanflug. Dann Ibiza nicht, aber dann glaube ich Corfu ist wieder ein besonderer Anflug. Also hier wird es dann nochmal extrem. Also haben wir. Und dann noch Innsbruck natürlich, darf man nicht vergessen. Also ich habe schon versucht, sowas hier mit reinzunehmen. Gibt es auch super schöne Szenerien. Also dann war es das aber auch erstmal für das Video. Und ich würde sagen, falls ihr noch Verbesserungsvorschläge habt für die einzelnen Steps, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann wahrscheinlich beim Erstflug oder beim Briefing wieder. Und ich würde sagen, bis dann. Tschüss.